Wir sind Studierende der sozialen Arbeit an der Hochschule Emden in Kooperation mit der Stiftung Ökowerk Emden. Heute möchten wir euch die Methode, die große Suche an der Knock in Emden vorstellen. Erstmal haben wir hier eine Merkliste für euch vorbereitet. Mitbringen braucht ihr nur eine Suchenliste, eine Sammeltüte und passende Kleidung. Die Anzahl der Teilnehmer ist im Grunde egal, ebenso wie das Alter. Ob ihr nun die große Suche mit eurer Familie oder einer ganzen Schulklasse durchführt, beeinflusst natürlich die Dauer. Wichtig ist nur, es geht nicht darum, wer oder welches Team die Liste am schnellsten abgearbeitet hat. Bei der großen Suche geht es darum, etwas zu finden, das in die Beschreibung eurer Suchliste passt. Das soll die Achtsamkeit auf eure Umgebung richten und so das Auge für die kleinen Dinge öffnen. Unser erster Punkt war etwas von Menschen hinterlassen ist. Hierbei hatten wir auch die Möglichkeit, im Gebiet des Wattenmeeres an der Knock etwas aufzuräumen. Man findet natürlich viel, was man gerade sowieso am Wattenmeer sieht, also Steine, Muscheln haben wir viele gefunden. Genau, hier haben wir einen schönen gelben Stein, der stach auch so richtig hervor, als wir ihn da gesehen haben. Und man schaut auch immer, auf welche Eigenschaften das gerade passt, also dieser Stein hätte ja auch gut etwas Spitzes sein können. So, dann landet hier unser letztes Fundstück im Beutel und wir genießen noch etwas die Aussicht am Wattenmeer. Wie kann also jetzt eure Suchliste aussehen? Hier haben wir mal ein Beispiel für euch. Wichtig bei der Gestaltung eurer Suchliste ist nur, dass ihr bei der Anzahl und der Beschreibung der Items eure Zielgruppe im Blick behaltet. Die Beschreibung solltet ihr so offen wie möglich gestalten. Wenn ihr eure Suche dann beendet habt, könnt ihr einfach kreativ werden. Mit dem gesammelten Material könnt ihr zum Beispiel basteln oder Landart machen, wie hier in dem Bild. Natürlich müsst ihr für die große Suche nicht unbedingt ins Wattenmeer fahren. Ihr könnt dies auch in eurem Garten oder im Wald machen. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß in der Natur.